Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Heute sehen wir uns eine Reihe nützlicher Tricks an, mit denen Sie das Beste aus Ihrem Mac herausholen können. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem, von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. macOS ist ein leistungsstarkes Betriebssystem mit vielen Funktionen und Möglichkeiten und dieses Video soll Ihnen helfen, das Beste darauf zu machen. Und abhängig davon, wie viel Erfahrung Sie mit diesem Betriebssystem haben, bin ich sicher, dass Sie etwas Nützliches finden werden. Im Folgenden werden sowohl grundlegende als auch fortgeschrittene Techniken vorgestellt, die Ihnen helfen, die Produktivität zu steigern, die Organisation zu verbessern und die Arbeit mit macOS angenehmer und komfortabler zu gestalten. Fangen wir also an. Max verfügt über integrierte Tastenkombinationen, die vom Entwickler standardmäßig hinzugefügt werden. Sie können aber auch Ihre eigenen Tastenkombinationen zum Starten beliebiger Programme erstellen. Um ein Tastaturkürzel hinzuzufügen, öffnen Sie die Systemeinstellungen und gehen Sie dann zur Tastatur. Hier öffnen Sie Tastaturkürzbefehle und dann Anwendungskürzbefehle. Hier müssen Sie Plus drücken und das Programm auswählen, für das Sie eine Tastenkombination erstellen möchten. Den Menünamen eingeben und die Tastenkombinationen festlegen, die für diese Tastenkombination verwendet werden soll. Fertig. Wenn Sie nun die angegebene Tastenkombination auf der Tastatur drücken, wird die ausgewählte Anwendung geöffnet. Die nächste nützliche Funktion ist die Stapelbenennung von Dateien. Wenn Sie eine Gruppe von Dateien umbenennen möchten, ist das auf dem Mac schnell und einfach erledigt. Zum Umbenennen wählen Sie zunächst die Gruppe von Dateien aus, die Sie umbenennen möchten, klicken Sie auf die erste Datei und halten Sie dann die Umschalttaste gedrückt, um die anderen auszuwählen. Sobald Sie die Gruppe markiert haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Umbenennen. Danach können Sie den Text ersetzen, Text nach oder vor den Namen hinzufügen und das Format des Namens ändern. Auf diese Weise können Sie schnell eine große Anzahl von Dateien auf einmal umbenennen. Die nächsten Funktionen sind Bildschirmfotos und Bildschirmaufnahmen. Für die Aufnahme von Screenshot gibt es eigene Tastenkombinationen. Sie können einen Screenshot des gesamten Bildschirms oder einen Teil des Bildschirms machen. Alle Schnappschüsse werden standardmäßig automatisch auf dem Desktop gespeichert und in der rechten Ecke angezeigt. Um einen Screenshot des gesamten Bildschirms zu erstellen, drücken Sie die Tastenkombinationen Umschalt plus Befehl plus 3. Um einen Schnappschuss von einem bestimmten Teil des Bildschirms zu machen, drücken Sie die Tastenkombinationen Umschalt plus Befehl plus 4 und umrahmen dann den Teil, von dem Sie einen Schnappschuss machen möchten. Um den Bildschirm auszuzeichnen, drücken Sie Umschalt plus Befehl plus 5. Dann wählen Sie die Art der Auszeichnung, den gesamten Bildschirm oder einen separaten Bereich auszeichnen. Um die Aufnahme zu beenden, klicken Sie auf das Stopp-Symbol oben rechts auf den Bildschirm. Die Aufnahme sowie die Schnappschüsse werden auf dem Desktop angezeigt. Wenn Sie macOS Ventura oder Hero auf Ihrem Mac installiert haben, können Sie die Funktion Stage Manager verwenden,
um alle Ihre Fenster und Programme zu organisieren und zwischen ihnen zu wechseln. Um diese Option zu aktivieren, klicken Sie auf das Kontrollzentrum-Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, das Symbol mit den zwei Balken und Punkten. Klicken Sie in den sich öffnenden Fenster Stage Manager auf Aktivieren. Daraufhin werden die verschiedenen Anwendungen auf der linken Seite angezeigt, wobei die Anwendung, an der Sie gerade arbeiten, im Vordergrund steht. Verschiedene Fenster der gleichen Anwendung werden übereinander gruppiert und wenn Sie zwei oder mehr Anwendungen gleichzeitig verwenden möchten, brauchen Sie nur andere Anwendungen per Drag-Drop in eine bereits geöffnete zu ziehen. Oder minimieren Sie die unnötigen Anwendungen. Wie Sie sehen können, ist das ziemlich praktisch. Um den Stage Manager zu deaktivieren, öffnen Sie das Kontrollzentrum und klicken Sie auf das Symbol. Dadurch wird der Stage Manager deaktiviert. Eine weitere nützliche Option ist das automatische Starten von Anwendungen beim Systemstart. Wenn Sie bestimmte Anwendungen häufig verwenden, können Sie diese so einstellen, dass sie bei der Anmeldung automatisch gestartet werden. Öffnen Sie dazu Systemeinstellungen, Abschnitt Basis, Anmeldobjekt. Um eine Anwendung hinzufügen, drücken Sie Plus suchen, wie Sie ihn finden. Auch hier können Sie zum Beispiel ein Dokument auswählen, das bei der Anmeldung geöffnet werden soll. Kreuzen Sie das Gewünschte an und drücken Sie auf Öffnen. Danach wird es in dieser Liste erscheinen. Um ein Programm schnell zu dieser Liste hinzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Anwendungssymbol und wählen Sie im Pop-up-Menü Optionen und dann bei Anmeldung Öffnen. Die Anwendung wird dann zur Autorun-Liste hinzugefügt. Die nächste Funktion ist das Gastkonto auf den Mac. Sie können die Funktionalität Ihres Macs erweitern, indem Sie mehrere Benutzer hinzufügen. Dies ist besonders nützlich, wenn mehr als eine Person ihren Computer verwendet. Jeder Benutzer kann sein eigenes Hintergrundbild, seine eigenen Logins, Einstellungen und Programme an seine Vorlieben anpassen. Sie können auch einen Gastbenutzer hinzufügen, damit jeder, der Ihren Mac vorübergehend verwenden möchte, keinen Zugriff auf Ihre persönlichen Dateien oder Dokumente hat. Um einen neuen Benutzer hinzufügen, öffnen Sie einfach die Systemeinstellungen, gehen zu Benutzer und Gruppen und klicken dann auf Benutzer hinzufügen. Um einen Gast-Account zu aktivieren, klicken Sie auf das i-Symbol und schieben Sie den Schieberegler neben Gästen, die Anmeldung gestatten, in die Position aktiviert. Dadurch können Sie sich ohne Kennwort, aber mit eigenen Einschränkungen am Computer anmelden. Im Folgenden wird die Funktion von iDrop beschrieben. iDrop ist eine Funktion zum Übertragen von Dateien zwischen Apple-Geräten. Um eine Datei zu übertragen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie Freigeben. Geben Sie dann die Methode mit iDrop an und wählen Sie das Gerät, auf das Sie die Datei übertragen möchten. Wenn das Gerät, das Sie freigeben möchten, nicht angezeigt wird, öffnen Sie den Finder und klicken Sie oben auf iDrop. Hier müssen Sie die Erkennung aktivieren, nur Kontakte auswählen oder alle zulassen. Sie können dann Dateien per iDrop freigeben. Die nächste Funktion ist die Aktivierung des Nicht-Stören-Modus. Mac verfügt über eine Option, die Ihnen hilft, sich auf Ihre Arbeit zu konzentrieren, indem Sie alle eingehenden Benachrichtigungen ausschalten. Sie können den Modus Nicht-Stören über das Menü Kontrollzentrum aktivieren. Öffnen Sie es, indem Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und dann auf Fokus klicken. Können Sie diesen Modus individuell anpassen oder schnell aktivieren. Zur Feineinstimmung Ihrer Benachrichtigungen öffnen Sie die Einstellungen für den Fokus. Hier können Sie die Benachrichtigungen der einzelnen Apps anpassen. Apple Mac verfügt über eine großartige Funktion namens Schlüsselbindung, die sich fast alle Kennwörter für alle von Ihnen angegebenen Websites merkt. Das Dienstprogramm merkt sich
auch die WLAN-Passwörter für verschiedene Standorte, obwohl ihr Mac automatisch eine Verbindung zu dem auf ihm gespeicherten Netzwerk herstellt, müssen Sie möglicherweise das WLAN-Kennwort für ein anderes Gerät, zum Beispiel ein Handy oder Tablet, kennen. Um ein gespeichertes Kennwort herauszufinden, öffnen Sie Schlüsselbindung. Am schnellsten finden Sie das Dienstprogramm mit Sportsrite. Drücken Sie Befehl plus Leertaste und geben Sie Schlüsselbund ein. Verwenden Sie dann die Suchfunktion, um die Website oder das WLAN-Netzwerk zu finden, für die Sie das Passwort benötigen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie die Option, das Kennwort in die Zwischenanlage zu kopieren. Oder öffnen Sie es und aktivieren Sie die Passwortanzeige. Sobald Sie das Administrator-Kennwort eingegeben haben, wird es angezeigt. Eine weitere nützliche Technik ist das schnelle Kopieren von Links. Um einen Link im Safari-Browser schnell zu kopieren, können Sie Hotkeys verwenden. Drücken Sie Befehl plus L, um den gesamten Link zu markieren, und drücken Sie dann Befehl plus C, um ihn in die Zwischenablage zu kopieren. Diese Methode ist viel schneller als das manuelle Ziehen des Mauszeigers an das Ende des Links und hilft, Zeit zu sparen, wenn Sie einen Link schnell kopieren müssen. Eine weitere nützliche Mac-Option ist die Funktion Hot Corners. Aktiviere Ecken ist macOS ist eine Funktion, mit der Sie verschiedene Aktionen ausführen können, indem Sie spezielle Befehle aktivieren, wenn Sie mit der Maus über eine Ecke des Bildschirms fahren. Das ist eine bequeme Art, den Computer zu steuern und alltägliche Aufgaben zu erledigen, ohne dass Sie Anwendungen öffnen oder zusätzliche Klicks ausführen müssen. Um die aktiven Ecken einzurichten, öffnen Sie einfach die Systemeinstellungen, Abschnitt, Desktop und Dock und am unteren Ende der Liste die Option Aktive Ecken. Hier können Sie Aktionen für jede der vielen Ecken des Mac-Bildschirms auswählen. Sie können zum Beispiel Ruhezustand auswählen oder Mission Control öffnen. Weisen Sie Enter-Ecke zu, den Safari-Browser oder E-Mail zu öffnen. Öffnen Sie einen Bereich der Systemeinstellungen, starten Sie die Suche oder verwalten Sie Dateien und so weiter. Dies sind nur einige Beispiele dafür, was Sie den aktiven Ecken hinzufügen können. Die Anpassungsmöglichkeiten für aktive Ecken sind praktisch und begrenzt und Sie können sie an Ihre Bedürfnisse und Arbeitsabläufe anpassen. Sobald Sie die aktivierten Ecken nach Ihren Wünschen angepasst haben, schließen Sie Systemeinstellungen, um Ihre Änderungen zu speichern. So können Sie Ihren Computer schnell und bequem verwalten und Ihr Arbeitseffizienz verbessern. Die nächste nützliche Option ist die Funktion Vorlagen. Die Vorlagenfunktion in Finder ist eine bequemste Möglichkeit, unnötige Schritte in Ihrem Arbeitsablauf einzusparen. Sie ermöglicht es Ihnen, Standardkopien von Dateien zu öffnen, ohne das Original zu verändern. Nahezu jede Datei kann als Vorlage definiert werden, sodass diese Funktion für die Rationalisierung alltäglicher Aufgaben wie die Arbeit mit Photoshop-Fotos, Textdatei oder Word-Dokumenten nützlich ist. Um diese Funktion zu nutzen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, die Sie als Vorlage verwenden möchten, wählen Sie Info abrufen und aktivieren Sie dann das Kontrollkettchen Vorlage unter Basis. Schließen Sie das Fenster mit den Dateien angeschafften. Wenn Sie das nächste Mal eine Vorlagendatei öffnen, erstellt und öffnet Finder automatisch eine Kopie der Datei, während das Original unberührt bleibt. Wie Sie sehen, ist dies eine großartige Alternative zur erneuten Bearbeitung von Vorlagen und der Verwendung des Befehls Speichern unter, wodurch die Originaldatei verloren gehen oder überschrieben werden kann. In Finder können Sie auch Verknüpfungen von Programmen, Dateien und Ordner zum Symbolleiste hinzufügen. Um eine Verknüpfung hinzufügen, öffnen Sie Finder, gehen Sie zu dem Ordner, in dem sich die gewünschte Verknüpfung befindet und ziehen Sie sie mit gedrückten Befehltaste an eine freie Stelle in der Symbolleiste.
Wenn Sie Finder starten, sehen Sie die hinzugefügten Verknüpfungen in der Symbolleiste. Jetzt können Sie schnell das gewünschte Programm starten oder ein häufig verwendetes Dokument finden. Wenn Sie häufig eine große Anzahl von geöffneten Anwendungen verwenden, können Sie mit der Tastenkombination Befehl plus Tab schnell zwischen diesen wechseln. Wenn Sie Befehl plus Tab drücken, wird der Anwendungswechsler angezeigt. Wenn Sie die Befehltaste gedrückt halten und nacheinander die Tabulataste drücken, können Sie durch die Liste der Anwendungen blättern. Wenn die gewünschte Anwendung hervorgehoben ist, lassen Sie die Tasten los, um zu ihr zu wechseln. Dies ist eine bequeme Möglichkeit, schnell zwischen verschiedenen Anwendungen zu navigieren, ohne die Maus benutzen zu müssen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass macOS über eine Menge nützlicher Funktionen und Tricks verfügt, die Ihnen die tägliche Arbeit mit dem Computer erleichtern können. Von aktiven Ecken über das schnelle Kopieren von Links bis hin zur Vorlagenfunktion des Finders, all diese Funktionen helfen, Ihre Arbeit bequemer und effizienter zu gestalten. Jetzt haben Sie eine Reihe von nützlichen Tricks für macOS, die Ihnen helfen können, Ihre Computernutzung zu optimieren. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für Sie und hat Ihnen geholfen, Ihre verlorenen Dateien wiederherzustellen. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hetman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.